Das ist Rex. 3 Jahre alt. Schäferhund-Mischling. Kastriert. Zu Rex' absoluten Lieblingsbeschäftigung gehört eindeutig das Ballspielen. Allerdings hat Rex einige gesundheitliche Schwierigkeiten. Herr Barche, wieso muss denn Rex beim Spielen etwas ausgebremst werden? Der Rex hat leider 2 klassische Schäferhundkrankheiten. Er hat eine Hüftgelenksdysplasie, bekannt als HD, und zusätzlich hat er auch noch Spondylose in der Wirbelsäule. Deshalb ist er schon ein sportlicher Hund, der auch gerne viel spielt, aber ein bisschen bremsen muss man ihn dabei. Muss ich denn auch selber als Halter etwas für den Rex mitbringen? Also muss ich schon einige Vorerfahrungen haben? Es wäre wünschenswert, dass der neue Halter von Rex Hundeerfahrung hat, vielleicht sogar ein bisschen Schäferhunderfahrung. Das wäre mit Sicherheit auch für seine Ausbildung sehr, sehr förderlich. Okay, und versteht der Rex sich denn auch mit kleineren Kindern oder vielleicht sogar auch mit Haustieren wie Katzen und Vögeln? Kleinere Kinder sind nicht unbedingt Rex-Fall, das würde ich eher lassen, weil er schon in manchen Situationen unsicher reagiert und das ist einfach zu riskant, wenn man kleine Kinder im Haushalt hat, die man ja auch nicht den ganzen Tag unter Beobachtung hat. Mit anderen Haustieren können wir es noch nicht sagen, haben wir keine Erfahrung gemacht, wäre eventuell eine Sache der Gewöhnung. Ja, liebe Zuschauer, und wenn Sie jetzt trotzdem mal mit dem Rex eine Runde Ball spielen möchten, dann rufen Sie doch einfach im Tierheim Hodenhagen unter der 051 64 16 26 an. Bis nächste Woche und tschüss.